Hallo Welt, da sind wir wieder und wir hoffen jetzt über diese Megiddo-Brücke gehen zu dürfen. Dazu sprechen wir einmal mit dem Bobby, der da steht. Mal sehen, ob er uns jetzt durchlässt. Wir waren ja schon mal hier. Hallo Bobby. Excuse me, I've been asked to check up on Dr. Faraday. Where's Bobby Hickenbotham? The executive committee don't let just anyone drop by the lab, you know. Why not? Because they might be friends of Dr. F. You know what Dr. F could do with a bucket of motorine and a handful of mechanical bits? No, I don't either. And that's the point, isn't it? He's, at the Reform Club. Again. What are you implying? Apparently he feels a bit guilty about Dr. F. You don't know about his, penchant? Bobby Hickenbotham is marrying my sister. And I will thank you not to cast any perverted aspersions at his reputation. I have been ordered by the General himself to ask for credentials from the Beautification Committee. Have you got any? There you go. Fine. Watch out for anyone chattering away in something that don't sound like English. They're like mad dogs, and they'll give you plague. And keep your mouth shut about penchants, right? Oh, you better take these, in case you do catch plague over there. Not that I would weep. Ja, dumm gelaufen. Also, naja, gut. Und sonst? Lovely day for it. Alright. Ach was, wir hätten ihn auch einfach bestechen können. Ja, okay, beim nächsten Mal. Hey, das geht hier gar nicht weiter. Wenn du weder Blume noch Freudloser bist, ist der Gartendistrikt nicht für dich. Das war jetzt aber viel zu freundlich ausgedrückt. Nicht öffnen, nur für Befugte. Ich sehe schon. Knopf dürfen wir drücken und rein mit uns. Lud's Hole. That's where they quarantined all the wastrels with plague, isn't it? That's a cheery thought. Hier gibt es Klopper, liebe Welt da draußen. Klopper! Warum eigentlich? Wir haben doch auch einen Klopper, oder? Schöne Musik. Noch ein Klopper? Ja, die Klopper sind da unten drin. Die kommen raus wahrscheinlich, wenn wir zurück wollen. Da werden wir nie wieder zurückkommen, vielleicht. Mal gespannt für die Kloppen. Das englische Laster haben wir abgeschlossen. Na wunderbar, hier können wir uns bedienen und ja, mal ein bisschen anders, ja? Eine Freudenpille. Schokolade, Vanille und Erdbeere. Okay, aber es ist nur ein Hebel dran und dann... Ich hätte gerne mal Schokolade. Na, wir können nichts dagegen tun, der nimmt die automatisch dann. Slug is a bug on a drug. Schmetterlinge. Ja, Warnung, Warnung! Vernachlässige deine Freunde nicht. Jetzt nachdosieren. Deine Freunde, deine Freude. Seuche! Oh nein. Ach, das heißt das. Oh ja, wir dürfen hier rein oder raus oder... Nicht öffnen, nur für Befugte. Hatten wir doch schon mal sowas. Och, was ist das schön hier. Gucken wir doch mal. He said it was just a cough. Well, he's sprouting, isn't he? He said he hadn't got a scratch. I'd call those scratches, wouldn't you? Are you sure it's safe to get that close? You won't catch it from looking. There could be spores. Try not to get bitten. They go a bit crazy towards the end. Thanks, I'll be careful. Run, if you don't want to end up like him. Whee-hee! Shit, I think it's about to take her. Woohoo! Aua! Aua! Hey! Lass das, ja? Du kommst hier nicht durch, von wegen... Du musst Joy genommen haben, Sean. So geht's nicht. Oh nein. Hey, lass das sein. Was ist denn auf einmal? Ach so. Irgendwas stimmt hier nicht.
Ach so, das ist wieder. Haben wir wieder was Falsches eingesammelt? Ja, sieht fast danach aus. Oh nein, da kippen wir doch gleich um. Das ist doch nicht gut. Können wir ganz schnell was herstellen noch? Medizin. Und Brechtee. Um Gottes Willen, nein. Ich glaube, damit haben wir es gerade schon wieder verwechselt. Da. Sonst noch was? Sonst noch irgendwelche Wünsche? Oh, Freude lässt nach. Hunger haben wir, okay. Was habe ich? Ach so, in der Herstellung habe ich gerade was gesehen. Genau, wir können noch was herstellen. Etwas Neues, nämlich ein Verband. Drei im Inventar verfügbar. Ja gut, aber wir können die auch selber jetzt herstellen. Und zwar mit Wundbenzin. Sehr schön. Und das hilft dabei, dein Blut ja, in deinem Körper und von deinen Klamotten fernzuhalten. Stoppt Blutung. Aber das kennen wir doch schon. Das ist doch nichts Neues. Ach. Ein Doppelregenbogen sogar. Ein Doppel-Doppelregenbogen. Ich krieg mich nicht mehr ein. Wie schön. Ach, ist das schön. Was mit der Musik? Und all die schönen kleinen Käferchen hier. Welly Shackleton. Ah, nein, 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 nein. Oh nein, was ist passiert? Alles ist so grauenvoll. Oh, die sind aber schnell hier. Man sollte in allen möglichen Titeln nicht rückwärts laufen. Das ist ja entsetzlich hier. Was habt ihr denn hier? Wir kommen gerade aus dieser Stadt, in der alles so schön bunt war und dann... Oh, schönes Wasser. Und dann müssen wir uns so etwas angucken. Ich bleib hier nicht lange. Nice clothes. Wanna trade? So, jetzt verstehe ich, wir sind unpassend angezogen für die Gegend. Bleibt ja weg von uns. Shit. Kommen Sie? Oh ja, die sind hier. Die sind gefährlich hier in der Gegend. Die rennen sogar auf die Wiese. Ah, schon besser. Okay, das ist so ein Mittelding. Okay, das geht. Ja, noch. Das kennen wir aber doch. Das war der Entzug schon wieder. Oh, wir können Essen sammeln. Das war aber knapp. Ich dachte schon, ich habe mich schon da unten im Wasser liegen sehen jetzt. Keine gelben Blumen zum Verstecken. Das Gebüsch versteckt uns gar nicht. Da sind gelbe Blumen. Ja, was machen wir denn jetzt? Du bist verborgen und ja, wir gucken einmal ins Tagebuch. Das englische Laster nämlich. 21. Oktober 1964, 15 Uhr. Geschafft. Jetzt ab zum schönen Lutzholm. Zum schönen, naja. Okay, wir werden noch was Schönes finden hier. Lutzholm, da haben wir sogar schon eine Aufgabe hier. Und zwar die Luke in Lutzholm finden. Das sollte auch wirklich das Erste sein, was wir hier machen. Das Haus des Erfinders können wir immer noch suchen. Ich glaube, die Luke ist viel wichtiger. Also 21. Oktober 1964, 15.30 Uhr. Ich glaube nicht, dass es hier schöne Hotels gibt. Also sollte ich besser einen sicheren Ort zum Schlafen finden. Jawohl. Die Luke in Lutzholm finden. Naja. Wollten wir nicht noch was anderes nachgucken? Irgendwie im Inventar war noch irgendwas? Joy haben wir genug dabei. Ja, wenn wir hier eine Luke finden, dann müssen wir gar nicht so viel zu trinken und alles mit uns herumschleppen. Irgendwas wollte ich gucken im Inventar. Ich weiß jetzt aber echt nicht mehr was. Was ist das? Phenicillin-Impfung? Nein, eine fremdartige Sprache. Warum? Beseitigt Symptome der Seuche. Ah, okay.
Moment mal, 5 Freudepillen haben wir. Wo haben wir die denn her? Welche Geschmacksrichtung ist das? Ja, haben wir. Einfach so. Irgendwo gefunden. Ach, und von Blitz haben wir auf einmal nur noch 1. Wie kommt das denn? Wir hatten noch 2. Die waren noch... Haben wir nicht genommen bis jetzt. Was ist das? Histoplasma. Hier stimmt doch was nicht. Wo haben wir den denn her? Ach, wir haben noch die Leiche ausgeraubt. Der hatte bestimmt so viel dabei. Oder, hier werden wir wahrscheinlich viele solcher Dinge finden. Das gefällt mir. Das ist schön. Da freue ich mich schon drauf. Ja gut, was haben wir sonst noch hier? Und wir haben... Na gut, hier haben wir jetzt nicht so viel gefunden. Leere Spritzen und so. Ah ja. Haufen Flugblätter des Redners. Und wir haben hier eine Einladung zum Reformclub. Brauchen wir gar nicht mehr. Was ist denn hier mit der schönen Puppe? Ach, das war die Puppe mit den Tränenspuren. Questgegenstand. Ja, die werden wir wahrscheinlich irgendwann mal abgeben können. Ja, kein Schimmer, was wir sonst hier noch wollten. Vielleicht hier noch ein bisschen was von herstellen. Dreckiger Verband, Verband oder Heilbalsam. Heilbalsam. Wer weiß, was uns hier noch alles passiert. So, die Nachbarn kennenlernen. Ganz genau, finde die Luke. Finde die Luke, Luke. Wir laufen direkt drauf zu. Sollen wir wieder einmal drumrum gehen? So wie am Anfang, als wir das da gemacht haben? Ich fand das ganz gut. Ah, komm, wir suchen einmal die Luke. Erst. Boah, 300, über 300 Meter. Ach nee, da war noch was anderes. Hier, jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. Genau, der wollte unsere Klamotten haben, der Lump. So, dann ziehen wir mal diese Klamotten an und gucken, ob die dann immer noch was haben gegen uns. Da leuchtet doch irgendwas. Das ist aber nicht unsere Aufgabe. Ah, okay, das gucken wir uns aber später an. Wenn hier was leuchtet, dann möchte ich das wissen. Ja, gut, hier haben wir eine Telefonzelle. Gibt's... Oh, hey. This is for the benefit of Mr. Kite. The rabbit got into the garden. The rabbit got into the garden. Sounds like some sort of secret message. Das war es auch, nur noch Rauschen. Ja, dann gucken wir hier nochmal rein und machen mal auf, vorsichtig. Mach mir das Brecheisen nicht kaputt. Okay. Oh nein. Das ist ein bisschen rar gesät hier mit den Sovereigns. Sovereigns, hat er gesagt. Sovereigns. Ja, wie heißen die denn sonst? Ich hätte ja gesagt Groschen. Aber... Darf ich ja nicht. Heißen ja Sovereigns. Oh, Moment. Erstmal gucken, was steht hier überhaupt drauf. Genau. Ah, okay, Regeln. Regeln im Garten. Das kann doch nicht sein. Das hier ist der Garden District. Was war denn das am Anfang? Ich hatte am Anfang immer gedacht, wir wären da im Garden District gewesen. Da waren wir gar nicht. Also erstens, nicht stehlen. Wir haben sowieso schon nicht viel. Das stand da aber auch. Zweitens, du kannst gern zu Besuch kommen, aber sei gesellig und plaudere. Das ist ein guter Junge. Okay, drittens, schlaf in deinem eigenen Bett. Denke an Goldlöckchen. Das sind die gleichen Regeln, außer die da drunter, die vielleicht nicht. Du darfst viertens, du darfst jede Frucht essen, die du findest, außer die am Apfelbaum. Die Bobbys werden dich töten. Hier gibt es auch Bobbys. Aber im ersten Distrikt gab es gar keine. Da gab es aber Hooligans. Na gut, da waren es vielleicht die Hooligans. Ja, aber die waren ja nicht unterwegs. Die waren ja nur in ihrem Lager die ganze Zeit. Fünftens. Ja, wir erinnern uns. Du musst uns verdammt nochmal nicht daran erinnern. Die Gegenwart ist ohnehin schon schrecklich genug. Und sechstens. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keinen Gott neben mir haben. Wow. Ja, da muss man sich manchmal Gedanken drüber machen, gerade heutzutage. Aber ja gut, wer da so ein bisschen dran glaubt, der sollte sich da
Naja, wie auch immer, lassen wir das mal. Siebtens, ich fürchte, wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Schalte morgen ein. Ja, ganz genau. Fast sowas meinte ich damit. Ja, hier liegt doch was Schönes. Pampelmusensaft, den können wir doch bestimmt verkaufen. Und sonst, Kanone, für uns können wir damit schießen. Hier, du Trauergestalt. It could be worse, I think. If there's no rest for the wicked and there's no rest for us, what does that make us? Ja, ich sehe schon, bei euch ist nicht viel los. Ich frage mich immer noch. We are the hollow men. We are the downfall of men. Ich frage mich immer noch, wo die ganzen Tiere geblieben sind. Die können ja nicht alle gegessen haben. Vögel haben wir ja zwar ab und zu mal gehört. Oder waren das Ratten? Ja, Ratten haben wir gesehen, aber ansonsten gibt es ja hier gar nichts. Wasser können wir uns auch schon mal irgendwie Gedanken machen, wo es hier wohl Wasser geben könnte. Ja, und wir kommen der ganzen Geschichte ja etwas näher wenigstens. Na gut. Nichts Neues. Hier sind so wenig Leute. I don't know how you feel. Don't swim in the river. The fumes will kill you. Ja. Wie in der ersten Stadt, oder? Vielleicht ist das die erste Stadt, aber das sieht doch alles anders aus. Das sieht... Ich weiß auch nicht, wie die... Sieht das aus wie die zweite Stadt hier, oder wie sieht das aus? Dürfen wir denn hier eigentlich sprinten? Och, ihr habt ja wieder gar nichts. Wir haben doch am Anfang schon genug gesammelt, das reicht. Oh, Moment. Dafür gibt es manchmal hier so Schrotthaufen. Und wahrscheinlich bekommen wir hier mehr Pflanzen. Da vorne sehe ich schon was Rotes. Ja, rot, okay. Ist nicht das Richtige. Ah, ist nicht das Richtige, aber wir sollten was essen, in der Tat. Fällt mir früh auf. Na du? Didn't we go to school together? Miss Bing's class. Stay out of the fog. It bites. Habe ich das gewusst, dass Miss Bing's, dass sie eine unsere Lehrerin war? Hey, hier gibt es Wasser, aber da sind schon wieder Hooligans. Das sehe ich doch sofort. Hey, go away! The mark of the beast! Ich gehe doch schon. Hey, was habt ihr denn? Ich bin doch schon weg. Ja, klar. Oh, das ist... Aua. Hey. Nicht so grob. In den anderen Gebieten, da haben sie uns erstmal laufen lassen eine Weile. So geht's ja nicht. Ha! Du bist aber komisch angelehnt hier an die Luft. Kill us all. This isn't Harry. It never was. So, weg sind wir. Oh nein, jetzt wäre ich fast vor den Baum gelaufen. Es hört sich immer so an, als würden wir uns da den Knöchel brechen schon. So, noch eine Luke gefunden. Wie schön. Und? Ich höre doch hier irgendwas krabbeln. Manchmal gibt es ja so Hindernisse auch noch. Ach, abgeschlossen und nichts ist drin. Oh, dafür ist in den anderen ordentlich was. Seuchengefahr vielleicht hier. Oh, eine Lampe. Ja, ja, das kennen wir. Das looks like he was trying to get out. And something ripped him apart. Freddy Walters. What a jolly place to go exploring. Ja, und was ist mit dem Helm? Können wir uns den Helm denn nicht nehmen? Sie fürchten das Licht. Okay. Haben wir in der Hand. Auf drei. Ja. Ja.
Die haben den rausgeschlört hier. Und wir schlören ihn wieder rein. Nein, wir lassen ihn. I hope my torch doesn't go out. I hope there aren't any giant rats down here. Riesen. I hope I don't die feeling terribly stupid. That's my biggest fear, I think. Der Titel will uns also überreden, die Lampe zu benutzen, ja? Soll das witzig sein? Ich merke gerade, dass die Zeit schon wieder so fortgeschritten ist. Tut mir leid. Geht erst in der nächsten Folge weiter. Aber in dieser Folge können wir noch ein bisschen was trinken, oder? Wir konnten unser Trinken überhaupt nicht aufladen, aber... Ja, wir können noch ein bisschen was trinken. Und ein bisschen Medizin können wir auch vertragen. So. Dann, liebe Welt da draußen, bedanke ich mich diesmal doppelt für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Denn beim letzten Mal habe ich das ganz versäumt. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Das sollte eigentlich jetzt anders kommen, aber bis zum nächsten Mal. Genau so. Macht's gut. Tschüss.